Willkommen zurück, meine Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Wir sind hier mitten in Kalkutta bei einem Terroreinsatz der Aliens. Das letzte Mal haben wir bereits einen Haufen unserer Truppen verloren. Mal schauen, wie viele haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, wir haben schon vier von unseren Leuten verloren. Aber die Aliens haben immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6 eigene auch schon verloren. Na gut, es gibt Schlimmeres. 6 zu 4. Nein. 6 zu 6. Mist. Ja, versteckt euch. Wieso rennt ihr da im offenen rum? Komm schon, Fionn. Fionn ist ein Wahnsinn. Was hat die für eine Treffergenauigkeit? 67%. Die ist super. So, du bleibst gleich einmal da. So, wo haben sie noch hier geschossen auf uns? Da, auf den haben sie geschossen, oder? Von wo? Ich verstehe es echt nicht. Jetzt versuche ich eh schon in Deckung zu bleiben, wo es nur geht. So, da ist die Karte zu Ende. Das ist einmal gut. Da wird auf der Seite hoffentlich nichts mehr kommen. So, jetzt steht 7 zu 6. Wow, wir haben 6 verloren, die Aliens 7. Das ist nicht gut. Wow, Hilfe! Okay. Ach, daher kommt also der eine. So. Fiona, komm, du wirst es richten. Das ist ein Wahnsinn. Du bist ja echt Ork. Du bist ja echt Spitze, wie viele du schon gekillt hast jetzt. Okay. Puh. Puh. Mal da ein Stück weiter. Und Entdeckung. Was das? Ach Gott, ich habe nicht mehr viele Truppen. Ah, noch einer, der gestorben ist. Arg. Was war da jetzt? Okay. Monikas
Unconscious. Und das Spiel speichert. Und Gott sei Dank waren da fast nur noch Zivilisten. Nur die Monika, die da gestanden ist, hat es nicht ganz überlebt. Okay. Ich glaube, ich werde diese Mission nicht überleben. Ich wüsste zumindest nicht, wie das passieren sollte. Oder eigentlich, warte mal, da müssten wir eigentlich den da sehen, oder? Die ist eigentlich auch ziemlich stark. Weil sie hat auch eine gute Firing Accuracy. Bist du deppert? So. Da drüben haben sie auf uns geschossen. Aus der Richtung hat jemand geschossen. Wir sehen ihn. Wir versuchen ihn abzuschießen. Wir haben durchs Fenster durchgeschossen. Na bitte. Nochmal zwei erledigt. Aber ich fürchte, es sind noch sehr viele da. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, das waren Unmengen an Böslingen. So, ich sehe genau nichts hier. Next. Next. Wenn ich mit dir da reingehe, stirbst du sicher. Du warst so gut. Ah, ich will nicht, dass du stirbst. So, da hinten muss auch noch irgendeiner sein. Der hat immerhin auf den da geschossen. Das heißt, was wir da mal machen, ist Folgendes. Wir werden da mit den beiden in die Richtung gehen und dann nächste Runde versuchen, das da zu machen. Ne, immerhin ist es wenigstens übersichtlich. Schießen die eigentlich auch auf sich selbst? Ah, das war abzusehen, dass die das leider nicht überlebt. Ist da mal darüber. Okay. Wie gesagt, zu Ende ist das Spielfeld hier. Ah, das ist auch zu Ende. Gut. Vielleicht sollte man versuchen, darauf zu gehen und von oben zu schießen,
Wow, ich habe noch ganze 5 Leute bei mir. Woher schießt der? Woher hat der geschossen? Und wieso kann ich nicht zurückschießen? Verdammt noch mal. So. Also fliegt da deshalb. Ach, verdammt. Nein, die gute Fiorina ist gestorben. Verdammt noch mal. Ist das ärgerlich? Haben wir nur noch 4 Leute, oder? Kann das sein, oder sogar nur noch 3? Nein, 4 Leute haben wir noch. Ah, vielleicht nur noch 3. Ah ja, haben wir überlebt. Okay, warte mal, aber eigentlich müsste der hier jetzt da drüben wen sehen. So. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab, haben wir gesagt. Ach Gott, ich muss ihn treffen. Oh nein, er hat schon eine fatale Wunde, sogar 3. Der wird auch gleich sterben. Nein, Rainer. Rainer Wahnsinn. So. Gibt's hier noch viel? Ich fürchte fast. In 3 Runden ist Rainer tot. Das heißt, vielleicht können wir es noch schaffen. Also ziemlich riskante Sache, da einfach so rumzurennen. Mal abgesehen davon. So, da hinten. Gibt sicher noch irgendwas. Bei der Straße. Obwohl, da ist auch schon aus. Das ist gut. Das heißt, da gibt es tatsächlich nichts mehr. Aber da hinten möglicherweise noch. Da hat irgendjemand entlang geschossen. Wobei, das könnten auch wir gewesen sein, wie wir auf den geschossen haben. Na gut, vielleicht sind wir wirklich schon fast zu Ende. Mit etwas Glück, wenn es da aus ist. Vielleicht ist das doch ein kleinerer Terror-Einsatz nur gewesen. Wie schon gesagt, schießen sie noch. Ah, komm, triff. Not enough time units? Echt jetzt? Mist! Ach, geh in die Hocke. Warte mal.
Nö, du rennst jetzt weiter rum. Egal, ob du jemanden treffen kannst oder nicht. Wir müssen einfach da möglichst schauen, dass wir alles aufdecken mit dir, weil du bist bald tot. So, der schießt da durch. Können wir mit ihr das erreichen oder mit ihr? Immerhin. Warte mal. Ich sehe das jetzt. Ach, verdammt. Von da kann ich durchschießen. Wo ich das schaffe. Ah, verdammt, das geht sich nur ein Snapshot aus. Ah, und er ist nicht verstorben daran. Ärgerlich. Ja, und da gibt es natürlich keine Fenster. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das heißt, Mist. Ich hab's befürchtet. Schieß mal auf ihn. Ach, danke. Monika, du bist ein Schatz. Auch wenn du Monia heißt. Deswegen bin ich darauf gekommen, damit ich ihn abschießen lasse. Das Problem ist, wenn alle draußen sterben, ist, glaube ich, das Flugzeug auch weg. Ich glaube, es ist wirklich nur noch dieser eine da oben. Was tust du? Warum hast du das getan? Habe ich so viel herumgeklickt? Ich bin so dumm. Gut, schauen wir mal. Wo ist denn der? Sehen wir den von da irgendwo? Der muss irgendwo da oben sein und floaten. So, was habe ich vergessen? Mist. Ach, Rainer. Was ich jetzt nicht rausbringen da. Rainer, du weißt. Okay, das war's. Es tut mir leid, Rainer. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Hey, aber sie sieht ihn. Könnten wir dich auch töten einfach? Echt jetzt? Vorhin hast du gut getroffen und jetzt bist du so modig. Ach Gott. Ach ja. Aber ich glaube. Oh, weg ist er. Wo ist denn das Alien hin? Da. Schieß drauf, töte. Könnten wir das bitte einfach umbringen, dieses Alien?
Danke. Bitte sag mir, dass das das letzte Alien war. Das war sicher nicht das letzte Alien. Wir haben ganze drei Leute, die überlebt haben. Wow. Einstweilen. Wer weiß, ob da noch Aliens sind. Wow, wir haben ein minus 6 insgesamt. 11 Zivilisten sind gekillt worden. Oh Gott, das ist schrecklich. Das ist echt schrecklich. Wir sind so unfähig. Das ist ja noch schlimmer als das letzte Spiel. Autsch. Na, immerhin haben wir nur ein minus 6. Es hätte schlimmer kommen können. Und unser Sergeant hat überlebt, weil wir ihn ganz nach hinten gestellt haben. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Wir haben 11 Leute verloren. Okay, wir werden mal Cell-Sec machen, damit wir ein bisschen Geld haben, damit wir wieder Leute einstellen können. Uff. Wir haben jetzt ja. Floater und Reaper Corpses, die wir verkaufen können. Plasma Pistolen haben wir gesagt, verkaufen wir alles. Bis auf eins. Ja, wir brauchen 11 neue Soldaten. Und dann geht noch ein paar 15. Okay, dann nehmen wir halt nur 10 von den Scientists. Das war echt eine miese Partie jetzt. Okay. Okay. Das sind die modigen, die nehmen wir drauf auf jeden Fall. Und von den neuen. Zahlt es sich überhaupt aus, diese Leute sich anzuschauen? So schnell, wie sie bei mir sterben. Wobei andererseits die Abigail Bach wollte ich mir mal anschauen. Was kann die jetzt? Ein bisschen stärker jetzt. Monia Lupensu und Min Kyu Song. Die ist eigentlich auch relativ gut. Schade, dass die eine nicht überlebt hat, die so viele gekillt hat. Okay, dann machen wir Equip Craft. Du kriegst ein bisschen Crew dazu. Die drei gehen wir mal da drauf. Möglicherweise ist das nicht sonderlich klug, wie ich das mache. Außerdem Laserpistolen auf 9 rauf. Die sind nicht schlecht, die sind eigentlich besser als die Rifles. Oder kann das sein? Wikipedia. Weapons and Equipment. Die Rifle hat Armor Piercing 30. 65, 60, 110%. Ja, die Laserpistole macht mehr Schaden. Allerdings trifft sie nicht so gut. Aber aus näherer Distanz ist sie definitiv genial. Oder besser als die Rifle.
Dann machen wir doch gleich mal ein Intercept. Direkt neben unserem Zuhause. So, schauen wir mal. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, an dieser Stelle, meine Herrschaften, werden wir wieder speichern und für heute Schluss machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Das nächste Mal werden wir sehen, wie wir daran scheitern, dieses Alien-Schiff aus der Nähe unserer Station zu erledigen. Gut, also bis dahin, eine schöne gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes.